Hi, morgen geht's los. Jetzt muss ich erstmal alles zusammenpacken und das ganze Zeug. Jetzt muss ich alles verstauen, alles irgendwie in die Taschen kriegen und dann run ans Bike. Ich habe schon mal gerade mit einer angefangen, ich habe das vergessen, dass ich filmen wollte. Und da habe ich die Klamottentasche für Amsterdam schon mal gepackt. Also die wird halt komplett nicht angerührt eigentlich. Und der Rest muss jetzt alles irgendwie eingepackt werden. Wünscht mir Erfolg. Bis später. So, Freunde der Sonne, es geht los. Früh halb 8 in Leipzig. Bin übelst aufgeregt. Geht gar nicht. Sattel, Fahrrad gepackt. Der Sattel ist fertig sozusagen. Und ja, es geht los. 7 Tage nach Amsterdam. Kilometer heute. Geil! Schlafen bin ich echt ganz schön gespannt, wie das wird, ob ich eine Hängematte. Ob ich mit der Hängematte irgendwo ein Bild penne oder vielleicht doch irgendwie Campingplätze finden oder irgendwas. Mal gucken, werden wir sehen. Naja. Ich möchte immer ein bisschen was filmen, wa? Das bin ich. Guten Tag. Fühle mich gut, hab die Hälfte weg. Aber im Kopf geht es die ganze Zeit, wie schlafe ich? Wo schlafe ich? Wie schlafe ich? Weshalb schlafe ich? Da muss ich mal wieder abgewöhnen hier. Wird schon alles cool. Da mache ich mir echt die meisten Gedanken drüber, dass ich das schaffe. Geht ihn. Aber welchen Pen, dass ich meine Ruhe haben, alles. Naja, komm. Guck mal bitte zu. Professional YouTube-Uppe. Ah, ich hab jetzt nicht schon. Naja. Gestellt habe, ich bin im Südharz angekommen. Jetzt hab ich über der Sangerhausen irgendwas, als ich so blöd sind. Krass! Letzten 20 Kilometer. Jetzt haben wir schön Eis gegessen. Geraucht, schön kacken gewesen. Naja, und jetzt geht's zum Endspurt. Platz vor der Hängematte suchen und abchillen. Bis später. Hey. Ohne Mist. Wir hatten jetzt vor Hunderten von Jahren sich gedacht, komm, wir formen ganz viele kleine Steine, viereckige, und pflastern damit Tausende von Kilometern Wege. Wer hat sich das denn ausgedacht? So was Dämliches. Eine Masse hingeklatscht, fertig. Eieiei. Haben die Langeweile gehabt oder was ist los? Können wir mal gucken, wie es überall ausschaut. Das bin ich. Kommt hinter uns was? Nö, überhaupt gar nicht. Also ich glaube, wenn ich jetzt hier irgendwo umfalle, so schnell findet mich ja keiner. Aber dann machen wir jetzt mal Standpunkt gleich. Die wissen immer Bescheid, wenn irgendwas ist. So, ich habe mich mal durchgefragt in Walhausen oder so hieß das.
wo ich dann schlafen könnte, wo es eine Wald gibt oder irgend sowas, wo ich eine Hängematte aufhängen kann. Da wurde ich jetzt hier auf den Berg geschickt, irgendwo im Südharz. Jetzt habe ich aber auch das hier gefunden. Ich denke mal, das ist irgendwie eine Stelle vom Förster oder was, keine Ahnung. Hier unten im Tal, da war auch schon eine Stelle, wo halt so Holz rumlag und sowas. Ich denke mal, da treffen sich die Jugendlichen. Zum Sonntag denke ich aber, wird hier nicht viel passieren. Vielleicht kommt der Forst vorbei. Ich warte jetzt mal ein paar Stunden. Mal gucken, wenn keiner kommt, penne ich halt hier auf der Isomatte. Schlafsack reicht aus. Weil für Hängematte aufhängen ist es ja alles ein bisschen zu weitläufig. Das passt vom Platz her nicht. Ja, mal gucken. Vielleicht schlafen wir hier an der gruseligen Hütte. Aber hier schön noch schon mal ausgucken. Von da unten kam ich. War gar nicht so easy peasy, das hier hochzufahren. Guck mal, war anstrengend. Und eigentlich wollte ich da hinten, wo der Baggersee ist, wenn man das erkennt, da wollte ich eigentlich pennen. Gab es aber nichts. Sieht man hier, ja, hier ist der Walle, Welle oder Waller, Weller. Das ist ein komischer See. Fluss. Wenig. Aber das sind die Bäume einfach nur in der Reihe am Fluss dran, da kannst du auch nicht pennen. Das wird nichts. Naja, ich werde jetzt mal ein bisschen warten. Und jetzt hör ich das mal auf, mit dem scheiß Ding zu reden, es geht mir übelst auf den Sack. Tschüssi! Ich weiß nicht, ob man sieht, ob der Kreis der Bussard. Oder der Adler. Das klingt doch hier wie im Wilden Westen. Sie haben im Hintergrund die ganze Zeit. Als ob die warten, dass ich sterbe. Man muss sich ja mehr ergötzen können. Also bis jetzt kam auch noch keiner. Habe auch mal gecheckt ein bisschen. Hinten hast du ein Waschbecken, da läuft aber kein Wasser. Hier hast du auch Lichtschalter und Strom, also Steckdosen. Da ist aber auch kein Saft drauf. Hier ist halt zu. Vielleicht ist es auch gerade unbewohnt. Keine Ahnung. Und wie gesagt, über die Tiere mache ich mir echt mal keine Gedanken. Weil nicht, dass am Ende wirklich hier nachts mal irgendwas rumschnüffelt und ich mir gleich denke, das ist der Wolf, das ist der Bär. So, ich gehe Bock drauf, überhaupt nicht. Und dort, ich weiß gar nicht, ob ich es schon erwähnt habe, also ein Dixie und das ist auch oft. Scheißen ist gesichert. Wow. So, da ja Hängematte hier nicht möglich ist, weil ihr seht ja, die Bäume sind viel zu weit weg. Da muss, wir müssen sagen mal, zwei müssten mindestens 4 bis 5 Schritte ungefähr zusammenstehen. Kannst du vergessen. Und da habe ich jetzt Hängematte sei Dank, weil ich es kann. Zelt aufgebaut. Tada! Ganz gemütlich. Bisschen niedrig. Aber naja, das soll der Geiz. War auch schwierig eine Stelle zu finden, weil das direkt ein Hang hier ist. Und das ist so, sag ich mal, die ausgewogenste Stelle. Ja, ich habe jetzt mein Lager aufgebaut erstmal. Bisschen so Stinky-Veggie am Trocknen. Und Lüften vor allem. Ja, wieder ganz andere Bums. Nicht da. Ich hoffe mal, es kommt keiner weiter. Und ich kann hier in Ruhe ein paar Stunden Bubu machen. Bis später. Ich denke mal nicht, dass ich mich nochmal melde. Aber es gibt irgendwas ganz Spannendes. Ein paar Wölfe oder Elefanten oder Gorilla. Jo, ich hatte jetzt einen Anruf von meinem Bruder, meiner Schwägerin. Und irgendwie muss ich sagen, es hat mich gerade ein bisschen beruhigt. Ich war die ganze Zeit in so einer Gedankenspirale. Was ist, wenn jetzt jemand kommt? Bin ich jetzt zur falschen Zeit, am falschen Ort? Das ist doch, was ich meine. So. Aber irgendwie, ich habe jetzt echt Zeit. Keine Ahnung, wie lange. 5 Stunden, 6 Stunden niemanden gesehen. Keiner kam mir vorbei. Ich mache gerade mal gechillten Sonnenuntergang am Zeitraffer. Hier, das ist ein bisschen behind the scenes. Ja. Könnt ihr sehen, wie es aufnimmt. Herrlich. Ja, naja, auf jeden Fall freue ich mich echt aufs Schlafen. Habe ich übelst Bock drauf. Mal gucken, morgen früh vielleicht machen. Zusammen räumen mal einen See kurz fahren. Mal waschi-waschi machen. Aber noch Feuchttücher mit für danach, um richtig waschi-waschi nochmal zu machen. Und ja, dann am nächsten Tag anfangen, sozusagen. Also diesmal 2 Stunden später. Weil seit 2:30 hänge ich jetzt hier ab. Und sagen, die Möglichkeiten sind halt ein bisschen begrenzt. Ne? Ja, das Einzige, was jetzt nur war, großartig war hier, ist die Hängematte zum Zelt aufbauen. Auf dem Hügel, wie gesagt, gar nicht so einfach.
Und sonst einfach nur hier abwarten. Ne? Mal mit hier und da schreiben. Das war's. Ja. Genau. Naja, das wäre schon erwarten, bis die Sonne weg ist und dann mach ich Feierabend. Das war dann der erste Tag. Da war kürzer vom Fahren als gedacht und länger vom Chillen her wie gedacht. Ne? Naja, gut, melden später vielleicht oder auch nicht. Mal gucken. Ich ziehe mir jetzt erstmal wieder die Aussicht rein. Herrlich, guckt euch das an. Am Ende sind es doch Biwak-Gefühle. Kann man das überhaupt sehen? Ja, überall. Glaube ich nur auf der Kamera nicht so schön. Aber in echt ist schon cool. Gerade das Dixie. Besonders geil. Gruselig wäre es echt, wenn halt mitten in der Nacht auf einmal hier jemand auftaucht. Das wäre halt irgendwie voll schräg. Oh, ich habe hier Kopflichter mit und eine kleine Ausziehlaterne dabei. Ich ganz schnell Licht, aus dem Zelt bin ich auch ganz schnell raus. Ja. Ich mache mich auf jeden Fall viel zu wuschig. Gut. Adieu. So, ich hoffe, ihr seht noch ein bisschen was. Ja, ich werde ins Bett gehen. Mein kleines, süßes Bett. Ich habe gerade schon zwei Katzenohren gesehen, das war kurz gruselig, aber... ja, keine Menschenseele weit und breit. Das ist krass, ey. So, na dann, Kinder, wir sehen uns. Tschüssi. So. Geht's schlieben. Auf Wiedersehen. Guten Morgen. Bin ein paar Mal aufgewacht, aber super geschlafen. Oh, echt. Bombilunski. So, und jetzt wird zusammengepackt und alles. Und dann geht's weiter. Bis später. So, wenn Sie euch heim möchten. Sieht aus wie daheim, oder? So, jetzt wird zusammengepackt. Dann wird machen dann meine Rauchen gemütlich, was essen. Und dann geht es heute nach Nordheim, irgendwo bei Valhalla müsste das sein. Genau. Ja, aber ich habe heute echt übelst Zeit. Vielleicht, wie gesagt, nochmal eine See halten oder sowas. Mal jucken. Mal jucken. Da ist die Sonne. Tada! Komme ich nicht drum rum. Kleines Pony. Wartet. Könnt ihr das hören? Noch kleinere Ponys. Shetland Ponys. Geil. Echt? So. Und was geht nun bei dir? Nicht weiter, wa? Gras ist ein bisschen mau. Naja, wir quatschen gerade eine Runde. Ey? Oh Gott, da kommt das andere angetrabt. Fast, jetzt guckt's erstmal. Hey du, kleiner Mann, Frau, was auch immer. Also irgendjemand hat sich da verflogen. Freunde, ich habe jetzt mal eine Dönerpause gemacht. Wollte ich eigentlich gar nicht, ein bisschen Radler trinken. Ist aber doch ein Döner draus geworden. Und eine Energy trinken habe ich schon mit dem Quatsch, der auch so auf Tour ist, aber ist eine Tagesfahrt macht und so. Aber auch schon ganz viel selber gemacht hat. Mit denen hat man eine Stunde Pause geworden. Oh, das ist schon zu viel, glaube ich. So, dann 40 Kilometer noch und dann, fertig. Und dann bin ich da. Bis noch hier. Was der mir auch erzählt hat, der Typ, ich bin ja geografisch nicht so klug, ich bin schon im Westen. Er hat den Osten verlassen irgendwann.
Oh mein Gott! Jetzt direkt Herzberg im Harz oder am Harz, nee, Herzberg im Harz heißt das. Wunderhübsch hier, kann man nicht sagen. So, die höchste Etappe ist geschafft. Oh, so eine Drecksau, ey. Das war jetzt ganz schön zum Schieben. Und jetzt soll es nur noch bergab gehen. Einwandfrei. Check! Scheiße, ist gerade einer von der Straße abgekommen. So einen kleinen Hang runter. Da ist der Typ umgedreht. Also da ist auf dem Radweg gefahren. Dann ist er wieder hoch den Hügel und einfach der Straße weiter lang. Bitte? Der GoPro geht nicht, die ist leer. Machen wir mal hier schön die Aussicht bitte. Herrlich. Kommt gar nicht so schön rüber auf mein Handy. Naja. Ich wundere mich schon, warum hier übelst Stau ist. Oder die Leute, oder ich die alle überhole. Das ist der Grund. Drei solche Wagen, die sind mir vorhin, ich weiß nicht, dass sie selten sind, weil die kamen mir vorhin entgegen oder sind vorbeigefahren, als ich Döner gegessen habe. Ich glaube, das sind die am Rentenofen draufstehen, so ein Quatsch. Jo, das sind die, ey, geil! Rente, da steht's. Könnt ihr sehen? Ich weiß es nicht. Theo, praktisch bin ich in Nordheim oder Nordheim. eigentlich suche ich jetzt nur noch einen Campingplatz und dann bin ich da. Cool. So, ich melde mich später. Und unten komme ich. Und da muss ich noch hoch. Echt. Der letzte Kilometer vom Camping. Eieiei. Geil. Gut's nicht, klar. So, noch eine kleine Info. Ruhetage mache ich halt hier nicht so viel. War ja heute im Wildtierpark, 15 Kilometer von hier. Und jetzt wird hier noch abgehangen. Rest des Tages. Morgen soll es übelst schiffen. Ich war gespannt. Adje, bis später. Gut, Ziege. Kann man hier zoomen. Ja, Esel. Da ruft einer. Und da steht ein Pony. Ach Gott. Und hier ist auch noch eine Ziege. Eieiei. Überall Tumult. Da unten ist immer eine Ziege. Ach, ich sehe bloß nicht. Das sind Diamantentauben. Was habt ihr denn vor? Und bitte faun gucken. Geil. Nur ganz putzig. Ja. Muss nicht erschrecken. Geht ganz schön ab hier in Serpentin. Wow. Bei der Herdenzusammenführung unterm Schatten. Oder im Schatten unterm Baum. Dann hat man sowas schon gesehen. Ne? Das ist ja krass, ja? In Nordheim, gehört er schon zu Holland. Wir kommen hier echt Rollerfahrer entgegen. Wollte ich gerade mal am Ausstrecken, hab gedacht, nee, nicht gut. Einen wunderschönen guten Tag. Ich will das mal aufklären. Ich habe heute Ruhetag und wollte halt nicht so viel filmen, weil das will ich ein bisschen für mich behalten. Auch Amsterdam will ich dann ein bisschen auch nicht so, was ich es preisgeben, nicht so zeigen. Halt, das will ich echt genießen. So die Fahrradfahrten gerne, kein Ding. Aber naja, egal. Ich war heute im Wildtierpark. Namen schreibe ich mal noch irgendwo hin, wenn es eine Beschreibung gibt oder sowas. Da habe ich geschlafen. Oder da schlafe ich auch noch eine Nacht. Warte, ich gehe noch mal kurz ran. Das hat nämlich, ich habe jetzt echt 10 Minuten gefilmt und mittendrin habe ich gemerkt, oh, das filmt doch gar nicht mehr, warum auch immer. Hier ist mein, weiß schon, Müllsäckli, Hängematte, mit Schloss abgeriegelt und ganz gemütlich von drinnen. Fahrrad ist auch mit hier dabei. Und mein Gepäck habe ich jetzt gerade da vorne. Da ist halt so ein Gemeinschaftsraum und da kann man halt Dinge laden und sowas. Und da lasse ich mir jetzt einfach stehen. Ich kann es mal nicht anschließen, ist irgendwas zugeschlossen und versichert natürlich auch nicht. Aber ganz ehrlich, bevor sie draußen im Regen steht, wenn die
Da mache ich das lieber so. Genau. Ich werde jetzt mal noch ein bisschen hier über den Hof laufen. Mal gucken, was da abgeht. Und dann mache ich auch, glaube ich, Schicht im Schacht heute. Ganz gemütlich. Wenn wir schlafen gehen, morgen geht es nach Spurg-Eichholz. Detmold oder sowas ist da gleich in der Nähe. Mal sehen, vielleicht finde ich da was zum Schlafen. Also auch Campingplatz war ganz cool wegen Duschen und doch mal kacken. Das ist echt wichtig. So, und das muss in der freien Natur jetzt nicht so oft sein unbedingt. Weil man hinterlässt ja auch das Papier. Ich weiß, das stört jetzt auch keinen, weil es ja biologisch abbaubar ist. Aber ich fühle mich einfach wohler. Auch mit Duschen. Na, man ist ja auch saudreckig und alles. Genau, ja, und dann bleib ich da eine Nacht und nächste Nacht geht es dann weiter. Nächsten Tag dann nach Münster, glaube ich. Da bleib ich auch nochmal 2 Nächte. Und genau, ich melde mich dann irgendwann wieder. Aber hier, wenn Sie mal schauen möchten. Das ist er. Kann auch nur noch mal hin, wenn es eine Beschreibung gibt, wie da heißt, der Campingplatz. Weil der Typ hier, der ist echt so tiefenentspannt. Alter Schwede. Richtig cooler Typ. Und da habe ich jetzt schon ein paar Mal gelabert gehabt, was er so gemacht hat und all so ein Blödsinn. Und auch meine Nachbarn sind jetzt ja auch weg. Ich hatte aber jetzt bis jetzt vor einer halben Stunde die noch gehabt. Und eigentlich habe ich schon mal gefragt, wann ist denn hier eigentlich Ausflug? Das ist nur um 12 Uhr, aber wir sind jetzt noch recht entspannt, die ganze Sache. Genau. So, ich höre es erstmal auf, weil da gucken noch welche. Ich habe gerade Hängematte verstanden. Wir sehen uns. Tüdelü. Haben mich gerade mal gerufen. Ich habe mein Portemonnaie liegen lassen und meine Getränke dort an dem Aufenthaltsraum. Naja, was will man sagen dazu? So, ich gehe jetzt mal am Platz gucken. Ich film, aber die Sonne ist weg. So, daher laufen wir jetzt hier nochmal ein bisschen rum. Was ja alles so geht. Gucken wir mal schnell an den See. Guck mal, hier sind auch ein paar Hütten. Die kann man auch mieten, wenn man das will. Da ist schon der Mond zu sehen. Ich habe keine Ahnung, ob man das auf Kamera so wirklich gut sieht. Auch hier der Himmel, da sieht schweinegeil aus. Kein Dunst, ob man es erkennt. Wäre schon erst auf dem Computer sehen oder auf dem Handy. Naja, ich entspanne jetzt noch und dann ist es Ruhe. Ich will euch mal zeigen, wo ich mein ganzes Zeug lade und bunkere, aber ich gehe kein Licht leider. Egal, das mit dem Laden ohne Scheiße ist übelst der Sackgang. Ich glaube, das mit der GoPro mache ich jetzt einmal oder so und dann. Aber wahrscheinlich wird das nicht das letzte Mal sein. Mehr Powerbanks, na, ich hätte auch eigentlich, hätte ich ja 3, 4. Eine ganz kleine und 3 größere. Aber die eine habe ich halt immer vergessen. Auch übelst dumm. Naja. Das nächste Mal die Liste besser kontrollieren, was man sich aufschreibt. Und dann wirklich Liste nachgehen. Habe ich auch eigentlich gemacht, aber ich habe die Powerbanks halt nicht gezählt. Das war, glaube ich, mein Fehler. Egal. So, ich melde mir. So, back in the Hängematte. Jo. Wer sich immer fragt, was macht denn der Uppe dann, wenn der an der Hängematte liegt? Zeige ich euch später, kann ich so leider nicht aufnehmen. Könnt ihr mal raten, es ist nicht die Onanie. Ja? Gut, dann ich wünsche eine gute Nacht. Ich denke, heute passiert nicht weiter Aufregendes. Und soll er nicht weiterkommen heute. Ruhetag, auf Wiedersehen, bis morgen. Tschüss. So, was macht man, wenn man nicht schlafen kann? Was essen. Oh, ich überlege echt schon jetzt Nacht über zu fahren, irgendwie vor um 4. Weil das soll jetzt anfangen mit Regnen, vielleicht gehe ich ja so den Regen. Das wäre an sich, ländlich überhaupt, weiß ich gar nicht. Das wäre an sich halt schon ziemlich cool. Nicht nass zu werden. Ne? Aber ich müsste da halt nur Nacht los. Was ich immer machen wollte, hätte ich mal Bock drauf. Bin ja ausgerüstet nie. Naja, ich esse erstmal was und dann mal Fläppchen schlafen. Bis später. Moin, hat doch nicht so gut funktioniert mit nachts losmachen. Ist aber nicht wilder. So, wie man vielleicht sieht, kommt da eine Regenfront im Gewitter. Und ich muss zum Glück in die andere Richtung. Ich haue jetzt einfach ab bis früh um 8. Mal gucken, vielleicht kann ich es umgehen. Bis später. Hat nicht so funktioniert. Und hier ist gerade direkt der Blitz. Auch in den See rein. Also was ist direkt in den See rein? Ganz schön in der Nähe. Also, das habe ich zum Glück das hier gefunden. War fix hier unterstellen. Warten bis das Schlimmste vorbei ist und nicht zu frühstücken dabei. Ach, ärgerlich. So, wie es aussieht, alles wieder fast easy peasy. Wenn man da was sieht, außer Pflanzen, aber der Himmel klart auf.
Bös gut, dass ich jetzt alles angezogen habe. Komplett auch die ganzen Taschen eingepackt und alles. Naja, lieber vorbereitet als unvorbereitet. Hä? Ganz schlau. Im Ort, da hieß Salz der Helden. Dann wird das so geschrieben: Salz der Helden. Da darf ich ja mal. Also, geile Musik, Leute, echt. Ich bin ja Sache am Lachen die ganze Zeit. So sieht's aus. Bin vollgepackt. Kann ich die Kamera wechseln? Nee, egal. Wie ihr vielleicht sieht, hier hinten eingepackt. Oder da eingepackt, ich eingepackt. Naja. Weiter geht's. Ich freue mich. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ich habe jetzt mal nicht filmen können, die ersten 4 Stunden, weil es hat halt tierisch, also es hat halt geregnet und habe ich alles eingepackt und zumindest alles so mit Plane abgedeckt und so. So schaut es aus, oder? So halt. Da vorne hatte ich auch noch abgepackt, deswegen hatte ich die Kamera die ganze Zeit drinnen gelassen. Hatte wieder eine Begegnung beim Bäcker mit ihm aus Chemnitz, damit ich auch so sagen, wo kommst du denn her? Ich kenne den Dialekt. So. Sind aus Leipzig, ich auch, ich komme aus Chemnitz und gebürtig und damals abgehauen, irgendwie 69 oder irgendwann. Ja, mit der ist noch Fettchen gehalten, ein bisschen mit der Pflege gequatscht, weil da kommt halt dann seine Frau auch her. Ist alles kacke, ne, in der Pflege, ist alles nicht so schön. Und deswegen müssen wir halt sowas wie hier machen, aber guckt euch jetzt die Aussicht an. Beautiful. Beautiful, kann man machen. Mhm. Naja, jetzt kommt nochmal ein krasser Anstieg irgendwie. Hab mich da ein bisschen vertan. Ich dachte halt, das wäre es alles mit Anstiegen, aber nee, ist es nicht. Und ich hab noch Anhang, die dicke Hose an. Die war ich erstmal noch ein bisschen anbehalten, weil die Luft an sich ist dann noch ein bisschen frisch. Aber wenn es dann, wenn die Wolken dann sicherlich verziehen, dann, verziehen? Doch, klang gerade falsch. Ja, dann wird ausgezogen und weiter geht's. Ja, schönes Wetter, gefällt mir. Freunde, ob ihr es kloppen wollt oder nicht, guckt, was es hier am Graben gibt. Hier liegt ein Reh. Hallo. Das ist jung, ja? Angefahren vielleicht. Krass. Der Rückschlag ist da. Ich habe meinen Handschuh verloren. Ich fahre es aber nicht mal zurück. Hab ich keine Lust. Mal sehen, vielleicht guck ich mir irgendwo ein paar neue. Doch, der nicht. Handschuh weg. Der, oder andersrum ist noch der Handschuh da, wo meine Hand rumbuckt. So, von daher, nicht ganz so schlimm. Ich erwähne, dass ich wieder Regen herrückt. Wind zwar schön, Gegenwind hab, herrlich, aber mit der Rakete 2, so ist mein Fahrrad. So, eigentlich wollte ich heute nicht nach der Steigung gucken, aber ich habe es dann doch gemacht, die kommt jetzt. Heute ist doch nochmal ganz schön in der Steigung drinne. Und das sieht alles gar nicht so, oh, es kotzt mich an hier, dass es gar nicht so schön aussieht. Naja, jetzt kommt Anstieg. Das ist gerade. Alter. Okay, auf der Spitze. Ja. Muss ich kurz mit der GoPro zeigen. Spitze so gut wie geschafft. Mit der Aussicht wunderherrlich. Aber ohne Scheiß. Das geht gar nicht. Selbst ohne Gepäck wäre ich da hochgelaufen. Übelst krass. Aber hier wieder. Wunderschön. Sehr gut. Ich mache erstmal 5 Minuten Pause, saufen, saufen, saufen und dann geht's weiter. Bis gleich. So ein Schlampendorf, echt. Kannst du keinen erzählen. Das war vielleicht jetzt 400 Meter, 300 Meter, ach, keine Ahnung. Ich kann nicht einschätzen, Kilometer, don't know. Aber halt gleich 400 Meter hoch mit immer. Gleich geschafft. Ich erzählt habe die Nacht. Waren direkt, also ich war am Rand vom Campingplatz, habe ich gehangen mit meiner Hängematte. Und am Rand ist eine ganze Wildschweinfamilie rumgeduselt. So übelst die ganze Zeit Schritte gehört und kleine. Und so, das war echt übelst gut, hat mich gefreut. Will ja die ganze Zeit immer mal Wildtiere sehen. Gut, habe ich sie bloß gehört in der freien Natur, aber die war nebenan. Ich habe ja heute mit der Etappe die Hälfte weg. Das heißt, dann geht es einfach weiter, egal ob ich Bock habe oder nicht, weil zurück wäre es genau dieselbe Strecke mit fahren, wohl bemerkt.
ich jetzt auf der 5. Etappe 500 Kilometer sage, okay, Bock mehr, fahre ich den Rest halt mit dem Zug. Aber ich will das nicht. Ich habe keinen Bock, mal das nicht. Das ist so am Anfang, das ist jetzt nervig selber. Egal. Und zwar war es schon, schon zweimal passiert, dass ich einen Radweg gerade baue und der dann übelst gesperrt war. Und ich gerade wurde zurückgeschickt. Naja, es gibt ja immer ein bisschen Alternativen. Jetzt geht es auf der Landstraße weiter. Einmal gekackert und einmal gegessen. Nicht in der Reihenfolge und auch nicht zusammen. Weiter geht's, nur keine 30 Kilometer mehr. Da bin ich da. Lobend erwähnen möchte, sind die Menschen unterwegs. Übelst viele quatschen mich an, gerade immer so ältere Herren, die immer ganz interessiert sind. Wenn auch unterwegs, wenn Leute in den Leben kommen, die grüßen dann. Jetzt von alleine, ich fange die an damit. Vorbei, und keine Ahnung, was geht. Das erweckt ein bisschen Hoffnung in der Menschheit. Für mich zumindest. 4 Kilometer, da bin ich da. In Spurg-Eichholz bei Detmold. Ganz ehrlich, ich habe nicht mal einen Dunst, was für ein Bundesland ich bin. Das ist Ruhrgebiet oder sowas. In der Nähe so Paderborn und so ein Kack. Ich warte nachher mal ein bisschen. Ich bin jetzt in Detmold und habe mir jetzt eine Erlaubnis geholt, im Wald zu schlafen. Das ist Freilichtmuseum, nennt sich das hier. Und da habe ich halt erst bei der Touri-Info gefragt. Die haben gesagt, geh da mal hin, frag mal nach, da ist ein großer Wald. Ich da hin zum Security-Mann, ich so, wie sieht's denn aus, blablabla. Da so, ja, sagst Bescheid, was ist das Bescheid? Wenn jemand kommt, sagst du, ich hab dir das okay gegeben, der Herr Meiser, wollte ich schon mal betonen. Sehr netter Typ, auch die Touristen, bei der Touristeninformation ganz nett. Und jetzt will ich euch mal kurz zeigen, wie ich das hier eingerichtet habe. Tada, also ich habe erst mal das Ding weggelassen, damit wir mal richtig reingucken können. Ich mache aber mal von draußen eine Führung. Obwohl, komm, was soll der Geiz? Erstmal hier am Kopf, hab ich Lampe hängen, Schlüssel, weil sonst weiß ich nicht wohin damit direkt. Hier in der Tasche, was haben wir da drinnen? Gerade mal gucken, Hochzeug und Portemonnaie. Kissen ist klar, hier kommt danach noch die Isomatte, Schlafsack rein. Hier hinten habe ich eine Powerbank, was zu trinken. Und jetzt kommt das Schärfste, weil Uppe ist ja nicht blöd. Und Uppe braucht auch ein bisschen Entertainment. Ne? Da hat er sich einfach einen Ring an seine Handyhülle gemacht. Tada! Da klemme ich noch mein Handy rein und da gucke ich von hier aus gemütlich Bob's Burgers. Geile Mate. Ja, ich versuche heute Abend nochmal ein kleines Video von drinnen zu machen, wenn dann alles an ist, wenn ich da gemütlich liege. Aber ich muss echt aufpassen, weil hier sind echt ganz schön viele Insekten unterwegs. Ich muss immer wieder auf und zu machen, weil ich will auch nicht drin haben in der Hängematte. Hab ich da keine Lust drauf, sag klar. Gut, hab das mal Eindruck. Nochmal, jetzt habe ich es komplett fertig. Wir müssen mal zeigen, wie ich den Platz halt meistens auch gestern beim Camping gemacht habe. Weil mich einer sagt, ja, schmeißt du alles rum und so nö. Hängematte ist klar. Hier habe ich bloß ein kleines Pack Trinkflaschen. Da greife ich einfach raus und pam, wenn die eine leer ist. Hier habe ich immer einen Müllsack hängen. Der Helm, das Fahrrad steht hier, zweimal angeschlossen, Taschen lege ich schon dahin. Also die bleiben da stehen, die decke ich halt noch ab mit Überzug. Und dann ist eigentlich nur, das ist mein Reich, das war's. Ne? Und wenn ich morgen gehe, da sieht man dann am Ende nichts mehr von. So, ich glaube, ich gehe heute ziemlich Zeit spenden. Werden wir noch schön reinhauen und dann Schnuckilunski. Weil es soll morgen früh um 4 und 5 wieder vielleicht regnen. Vielleicht fange ich doch wieder eher an mit Abbauen im Dunkeln. Ich meine, ich bin da mit Leuchten und sowas gut ausgestattet. Ich habe zwei Kopflampen und die große. Handy zur Not auch noch. Genau. Ja. So, ich werde mich dann auf jeden Fall hinhauen. Die Kamera irgendwie, die geht manchmal mal aus. Ich habe das nicht ganz raus, wie lange die aufnimmt am Stück. Egal. Genau. Ich habe mich jetzt auf den Weg. Hoch nach innen, haue ich mich rein, mache natürlich die Feuchtigkeitsdusche hier mit Feuchttüchern. Nützt nicht, gekackt habe ich heute schon, da wird nicht mehr passieren. Ja, und dann werde ich schlafen gehen. Ich habe keinen Plan, wie spät es ist. Hä? Nach 100 Kilometern muss ich sagen, am Tag, da bist du schon im Kopf erstmal die erste Stunde, zwei Stunden erstmal schön murren. Aber irgendwie konnte ich trotzdem letzten Abend übel schlecht einpennen. Immer erst um 2 oder so. Komisch. Na egal, ich bin ja auch ein Bauchschläfer, ne? Und man weiß ja, an der Hängematte mit Bauchschlafen, nicht so gut. So, ich melde mich nachher aus dem Zelt nochmal. Zelt, Hängematte. Bis dann. Jetzt habe ich ganz panisch die Kappe gesucht, ne? Und findet das mal hier, so sind wir auf dem Boden. Findest ja nicht. Ach stimmt, ey, hier habe ich mir auch noch ein Stück Holz neu gemacht, weil du hast hier bloß rechts und links solche Ösen. Und das ist halt nicht genug. In der Mitte wären noch zwei nötig. Ich habe schon einfach Stock geholt, Totholz, ist klar, also nicht frisches. Weil hier liegt echt übelst viel Totholz rum. Geht gar nicht. Aber ich habe schon mal gecheckt, die Bäume, die ein bisschen größer sind ringsrum, die sehen auch alle gut aus.
Also vielleicht hier kann der mal umfallen. Ja. Wenn, dann passiert glaube ich nicht. Der Troff da ist nicht weiter. Also, man ist bei Seven vs. Wild, ne? Und wackelt dran. Ja? That's the way. I don't know, I like it. Kann man sehen. Ich hoffe doch nicht so gut, nicht so schnell. Also im Dunkeln sieht man es auf keinen Fall. Ich denke mal, das Licht ist noch reichlich genug. Können wir mal hier was anmachen. So, hänge ich da hier rum. Bin jetzt nackig, da müsste mit klarkommen. Gucke ich raus und da guck ich Pupsburgers. Übelst geil, das reicht komplett aus. Ich kann auch mit C kann ich alles machen, was ich brauche. Manchmal abends, also wenn ich dann ausmache, mache ich dann noch die Powerbank an, damit das früh auch geladen ist, das Ding. Oh, gemütlich. Kann man machen, ja. Tada. Oh, das ist so geil. Herrlich, wir sehen uns. Zappenduster hier. Übelste Geräusche. Übelste Vögel, Kuckuck und irgendwie Bussard oder irgendein Blödsinn. Hat die App gesagt und Äste, die runterfallen. Leicht gruselig, aber okay. Ist trotzdem machbar. Nee, alles cool. Also übelst krass, hier hast du echt übelst viele Tiere. So, das ist voll cool. Natürlich erschreckt man dann beim ersten Mal, wenn man die zum ersten Mal hört. So, weil man kennt es halt nicht so. Weil der Kuckuck, der hat ganz komisch gemacht irgendwie. Aber ja, das fetzt. Guten Tag. Es ist früh um 7. Fertig mit Schlafen. Es wird zusammengeräumt. Und dann geht's weiter nach Münster. Oh, hab schön geschlafen. Einwandfrei. Irgendwann war übelste Ruhe. Kein Vogel mehr, nicht. Die Nacht hat nicht genervt. Bloß alles ist ein bisschen klamm. Mein ganzes T-Shirt ist komplett nass. Na egal. Bis später. Ich baue mal zusammen, davor ist los. Tschüssi. So, wie Sie schauen, sieht das Wetter wieder so, naja, eher bescheiden aus. Aber es regnet zum Glück nicht. Das ist schon mal gut. Geht jetzt los um 8. Ab nach Münster. Nochmal. Ich hoffe, man hört mich. Ganz schöner Gegenwind heute. Also wenn ich jetzt Komoot glauben darf, geht es halt wirklich nur bergab. Also vielleicht mal Mini-Höhen, aber sonst geil. Freunde der Sonne, ich werde jetzt mal nicht so viele Videos machen können, weil es ist immer noch überall regnerisch. Ich habe es gerade mal wieder hier der Rakete klar gemacht. Mich auch wieder ein bisschen außer Hose, jetzt wird mir doch zu warm. Aber ich muss das Handy halt verstauen. So, warte Pause, melde ich mich mal, wa? Tschüssi. Kurze Pause. Tada. Es regnet echt seit, als ich das erste Video gemacht habe, das eine Video zum Regen. Seitdem regnet das durch, die ganze Zeit. Mal ein kleines Update, ich habe jetzt 2 Stunden gebraucht, um Decathlon zu finden hier. Oder überhaupt, ich habe mich halt durchgefragt und gesucht und geguckt. Dann habe ich mir hier so ein Ding geholt, habe ich gerade schon, sieht man das hier, da so. Das sollte funktionieren, ey, jetzt habe ich noch, ich habe gerade mal ein Viertel der Strecke weg. In 2 Stunden vermehrt. Na, da komme ich heute ein bisschen später an. Aber es gibt auf jeden Fall eine Unterkunft. Ey, ich will duschen und alles. Bis später. Ich musste gerade mal meine Bremse noch nachstellen lassen. Hinterbremse, jetzt so gut wie gar nicht mehr gebremst. Jetzt wird er zackig. Da war ich in so einem Hinterhofladen. So alter Kerl im Rollator. Muss erstmal die Bierflasche verstecken. In der Werkstatt. Oh, geil. Aber übel sympathisch. Der eine so, wir haben nach Amsterdam, willst du kiffen, hä? So, hm? Legal, juhu. Oh, ich weiß, wo die hier was herkriegen könnte. Ich so, nee, danke, lass mal. Später dann. Der Sonne. Die ist draußen, sie kommt, die Sonne kommt. Ah! Ey, geht überhaupt nicht. Bis halt 2 Grad echt nur im Regen gefahren. Die ganze Zeit auch an Bundesstraßen, Landstraßen ist viel Betrieb. Die ganze Zeit auf der, Seite. Nicht so gemütlich. Aber ansonsten muss ich sagen, echt im Regen fahren. Gerade hier, weil es hier so flach ist, einmal fragen. Macht echt Spaß. Ja, so hübsch kann das aussehen. Guckt euch das an, Sonne. Alter, das ist blau. So blau. Oh, ich freue mich. Sehr cool. Aber da drüben. Das sind wechselbare Gefühle hier. Nee.
in Münster angekommen. Geil, Fahrrad in der Station. Da sind echt tausende von Fahrrädern drin, richtig derbe. Und Hostelzimmer habe ich auch, könnte ich vielleicht noch morgen verlängern, aber vielleicht fahre ich auch morgen schon nach Holland, Niederlande. Mal sehen. Hallo, könnt ihr es hören? Irgend so ein cooler Park hier in Münster, recht hübsch. Aber ich fahre morgen schon in die Niederlande. Mir ist das hier zu voll, zu eng, zu laut. So, dann mache ich morgen dann schon 2 Campingnächte. Auf dem Campingplatz natürlich, weil in Niederlande darfst du ja nicht wild campen. Ich sage jetzt Adieu von dem komischen Tag heute. Auf Wiedersehen, schlaft schön. Video 2, ey, gerade weggedrückt, so dumm. Guten Morgen, es ist 7:30. Ich würde jetzt mein Fahrrad holen am Bahnhof, packen und dann geht's nach Toldijk, wenn ich es richtig ausspreche. Ja, da soll es heute den ganzen Tag regnen. Mal gucken. So, und hier, ey, muss echt auf Fahrer aufpassen. Ihr wisst krass, wie man das sieht hier, was hier los ist. Denn es geht die ganze Zeit so am Stück. Tatat, tatat, überall. So, und jetzt schnell rüber, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle, bis später. So eine Scheiße hier, der Fahrradverkehr, da ist so krass. Kann sich keiner das vorstellen. Also Autos haben wir eigentlich gar nicht zu melden. Und alles voller Fahrradfahrer. Derbe, ey. Derbe. Aber geil. Frühstück, weiter geht's. Kleine Geschichte, die ich gestern noch erlebt habe. Ich muss so lachen. Bin durch die Innenstadt geschlendert wegen Klamotten kaufen. Und da sehe ich schon eine von vorne, wie die mit ihrem Fahrrad angepilzt kommt. Durch die Fußgängerpassage. Und die kommt kurz vor ihnen, der vor ihr läuft, kommt die zum Stehen, weil die den nicht gesehen hat. Zieht dann aber noch mit dem Vorderrad so einen Schuh aus. Und ist halt so in die Hacke gefahren. Und da dreht sich so rum, übelst verwirrt und die so, ah, Entschuldigung, Entschuldigung. Also, naja, nicht cool. Hat jemand Alpakas im Vorgarten? Oh, ich war bescheuert. Geil. Da, gucke. So sehen hier die ganzen Dörfchen aus. Ich weiß nicht, vielleicht war ja irgendwann mal der Putz aus. Gab keinen mehr. Oder so. Hey, übelst schön hier. Auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie lange es noch dauert, bis ich dann in den Niederlanden bin. Ich hoffe, ich sehe ein Schild oder eine Blaskapelle tut mich irgendwie empfangen. Mal gucken. Ohne Mist, habt ihr schon mal solche Wolken gesehen? Das sieht übelst verrückt aus. Wie eine Wüste im Himmel. Voll krass. Sieht heute wirklich nicht so insgesamt ganz gut aus. Aber bis jetzt, ein paar bloß paar Regentropfen sind es nicht weiter. Mal gucken. I must say, the weather and I, we are uns nicht einig, ne? Irgendwie ist es schon ganz schön. Wird hier krass bewölkt wieder. Ich hoffe, das wird aufhören hier mit den wolkig sein. Ich will nicht immer das ganze Fahrrad einpacken, hab ich keinen Bock. Aber wenn es nass wird, dann muss. Ich habe mich jetzt mal dafür entschieden, mich doch irgendwie mal einzupacken, weil hier kann man denken, ja, alles schön, alles cool. Hier kann man wiederum das Gegenteil behaupten. So, ich bin mir echt nicht sicher, bevor ich nachher irgendwie doch in die Kacke komme, packe ich mich ein. Und mir ist obenrum auch ein bisschen kalt. Ich habe so noch ein T-Shirt drunter, aber mir reicht das nicht. Goodie. Tada! Sieht echt viel krasser aus. Ja, aber die ganze Wiese darf man nicht betreten. Da machen die Enten ihr Ding. Bin ich schon in Holland oder was? Ich weiß es nicht. ...50 km habe ich noch. Das habe ich jetzt schon gemacht ungefähr. Waren heute ein bisschen 112 oder sowas. Boah, ey, ganz schön Emotions heute. Ich weiß auch nicht. Irgendwie bin ich stolz. Auf der anderen Seite fehlt mir irgendwie meine Helme. Ja. Naja, aber es ist eine Kopfsache. Ich bin in Amsterdam. Ein paar Tage bin ich wieder. Da geht es nicht weiter. Oh man. Aber es ist gerade so länger, glaube ich einfach. Ich war noch nie so lange leben unterwegs. Nope. Ja, ich packe mal mein Handy wieder weg, weil es fängt wieder an zu rechnen. Jetzt. Aber egal. Ich müsste echt ein paar Kilometer vor der niederländischen Grenze sein. Hab's geschafft. Zumindest bis dahin. Anderes Land. Geil. Bis später.
überall vor dem Grundstück so kleine Hofläden. Und da verkaufen die halt eine übste Schale Pflaumen für 1 Euro und sowas. Ich habe leider noch keinen Platz. Ärgerlich. Und Milch, frische Milch, da ist ein kleiner Kühlschrank schon da vorhin draußen. Übelst geil. Ich mache mal ein Foto, wenn ich noch mal eins sehe. Hallo Friends, ich bin jetzt da, ne? Ich habe heute mal ein bisschen anders aufgebaut, ein bisschen größer, es spannt bloß ganz leicht am Baum. Ich muss jetzt erstmal hier ein bisschen Zeit verbringen, weil es nieselt schon, da kann ich jetzt auch nicht weiter irgendwie machen. Sonst wird alles nass. Jetzt warte ich einfach, bis es richtig schifft und wieder vorbei ist. Ja, und dann werde ich mir Platz hier fertig machen und dann erstmal übelst pennen. Bis morgen, morgen den Tag umkriegen und dann nach Amsterdam! Geil! Da war so, ich habe jetzt mir mein kleines Hängemattenzelt aufgebaut. Ich zeige euch das morgen so richtig. Ich meine, hier machen wir kurz einen Umschlag. Ich bin halb nackig, das müsst ihr noch sehen. So, ich habe ein bisschen Platz. Ich kann sogar fast sitzen, wenn ich das möchte. Und von, ja, hier habe ich halt auch noch ein bisschen Zeug rumliegen. Zack, 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 zack. Ich zeige das halt morgen in Ruhe. Jetzt will ich erstmal irgendwas gucken. Hier noch ein bisschen rumsortieren und dann erstmal pennen. Bis morgen. Und dann morgen den Tag noch rumkriegen. So richtig will ich gar nicht irgendwie hier sein. Weil, wenn sich der Stadt hier war, irgendwie recht unsympathisch, aber geht. Also nicht an die Besitzer, sondern hier Gäste und so, die sind manchmal ein bisschen merkwürdig. Aber egal, ich soll keine Rolle spielen. Hauptsache, wir haben alle unsere Ruhe. Was ist denn hier hinten los? Oh. Fertig für heute. Wir sehen uns. Tschüssi. Guten Tag. Es regnet. Ich habe echt das Gefühl, hier regnet es schon. Hier regnet es immer. Schon immer. Seid mal hier, es regnet. Nervt ganz schön. Ja, um 11 soll es aufhören, da wird irgendwie mal, keine Ahnung, angezogen. Und aber den Coffeeshop. Jetzt gibt es nämlich einen Eimer frei, leider mehr. Guck mal, nein, Mann. Gibt's schwerer. Nur kurz anmerken, dass ich seit 12 Stunden, über 12 Stunden hier drinnen liege. So, ich hab noch eine Flasche trinken, eine halbe, nichts zu essen. Und ich muss die ganze Zeit so da liegen. Oder halt mich mal drehen, aber ich kann mich nicht hinsetzen. Das erinnert ein bisschen an leichte Foltermethoden hier. Naja, die Rakete wird wenigstens mal sauber. Ich hoffe bloß, bleibt alles trocken, ey. Also das in der Mitte, glaube ich, da hat das Werkzeug drin, das geht. Aber da vorne Klamotten, hinten Reststoff. Das muss ich bald mal aufhören. Nicht beschreien, aber ich glaube, die Sonne kommt raus. Und das Tropfen hat aufgehört. Jetzt aber raus hier runter vom Hof. Testing Nummer 1. Number 1 ist heiß. Vom Regen in den Regen. So ein Scheiß, ey, hier. In dem Tolldeich, wo ich halt wohne, da ist es angeblich schön Sonne. Naja. Übelste Polizeikolonnen und alles. Und hier ist. Die filmen hier irgendwas. Aber keine Ahnung, was hier abgeht. Was? Kann man sehen? Hast du nicht gesehen? Hier ist irgendein Filmdreh oder irgendwas, wo ich reingeplaut bin. Die bleiben auch alle fein stehen. Die Leute. Fette Korn. Geht uns, was hier abgeht. Krass. Und sie sind übelst freundlich. So. Ich bin dann auf dem Gehweg gefahren, statt auf dem Radweg. Und die Polizisten auf der Straße so einen Daumen. Bäm! Mir zugezwinkert. Kein Dunst, ey. Krass. Das wäre ich in der Queen oder was? Ich weiß es nicht. Ja, gibt es aber noch andere Kuriositäten. Auf dem Radweg liegt zum Beispiel einfach so eine echte Muschel rum. Ja, hier liegt sogar ein bisschen Fleisch drin, die Schale. Scheint es ein paar Feinschmecker zu geben. Auf den Fahrrädern. Meine Ration für heute. Nur schon gekocht, ey. Salami, Aprikosenkuchen, übelst süß und trocken. Eine Banane, gut. Irgendein Saft. Karamellflor, ist wie Pudding. Und ein Multivitaminsaft. Heute gibt es nur schlechte Sachen. So, ich will jetzt mal gucken. Nimm das auf, ja. Ich habe hier Gummis, Bänder, und Stöcke. Dann will ich mal gucken, ob ich bei dem Zelt jetzt das Vordach irgendwie, also irgendwie ein Vordach bauen kann, statt das einfach nur hochzurollen. Weil das ist hoch, runter, rein, raus. Es geht eben übelst auf den Sack. Mal gucken, ob das was wird. Verlassen aufs Handy. Ich zeige euch jetzt mal, was es alles gefilmt hat. Ich bin fertig, ne? Ich zeige euch gleich mal, was abgeht.
alle Fälle habe ich jetzt ein Vordach. Oh, ey, so dumm. Das war so cool. Aber naja, hier Fressalien und sowas. Und da drin ist mein Reich. Sehr cool. Ja, das macht es auch schon ein bisschen viel gemütlicher, als eingeschlossen zu sein. Bloß wenn es regnet natürlich, kann sich das alles hier sammeln. Aber drauf geschissen. Hallo, es ist jetzt abends 9:30 oder so, oder kurz nach 9 oder irgendwas. Oh, ich habe heute echt, bin um 3 hier ins Zelt rein, habe seitdem einfach nur rumgelegen, Filme geguckt. Das war's, Serien, Bob's Burgers natürlich. Das habe ich schon geguckt, Tor 4. Den einen oder anderen Dübel geraucht. Und ja, jetzt war ich. Denke ich mal schlafen und morgen früh. Ich bin echt aufgeregt vor dem letzten Ritt. So, ich hab richtig Bock drauf. Ja. Ich weiß nicht, inwieweit mich das alles mitnimmt, keine Ahnung. Oder wie mich das irgendwie weiterentwickelt. Oder ob es überhaupt irgendwas macht, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall cool bis jetzt. Morgen der 8. und letzte Tag. Das ist übelst krass, ich kann mich. Also mir kommt die erste Nacht auf dem Hügel im Südharz, kommen wir schon so weit weg vor. Das ist echt krass. Gerne wieder. Bis morgen früh. Adje. Guten Morgen. Es ist ganz schön nebelig hier. Letzte Nacht vorbei. Es ist früh 6:30. Mal kurz Licht an. Früh 6:30 und ich bin munter, ich habe ganz viel geschlafen und gelegen. Und gleich geht's los. Genau. Ich werde zusammenpacken und dann geht's langsam los. Letzte Etappe, ab nach Amsterdam. Geil. Ich freue mich. Oh, übelst das Wort. Ich bin nicht da. Und dann gibt es Urlaub. Da freue ich mich drauf. Schreiben wir zusammen später. Guten Morgen. Es ist glaube ich 7 rum. Ich packe jetzt zusammen. Bin schon voll dabei. Da geht es los nach Amsterdam. Letzte Etappe. Alter Schwede. I'm so excited. And I just can't hide it. Alter, ich kann es eigentlich gut verstecken. Bin ich halt in Amsterdam. Damit es mir auch jemand glaubt. Da läuft ein Fall durch die Gegend. Ich denke gerade, das will man nicht in seinem Helm haben.
Kosten. So, die letzten 115 Kilometer sind angebrochen. Letzter Tag, Tag Nummer 8. Krass, ey. Hier ist übelst neblig, ich muss hier mich echt knorlig anknallen. Damit mich jemand sieht, wenn hier jemand entgegenkommt. Ah ja, los geht's, hä? Nachher bin ich da. Ich bin jetzt nach einer halben Stunde an der Fähre angekommen, die aber erst in einer Stunde losfährt. Das heißt, ich fahre jetzt wieder über Zitzpen, wo ich gestern schon war. Wiedenhöhlen. Genau. Und da gibt es halt eine Brücke. Ich glaube, das Ganze passiert noch zweimal, da muss ich echt mal gucken. Aber ich denke mal, ab um 10 und so wird das schon alles fallen. Werden wir sehen. Bis später. Man kann nicht sehr weit gucken. Warum meinst du nicht? Ganz schön sarredämlich. Sarredämlich. Hab komplett vergessen, dass es heute Sonntag ist. Ich war gerade zum Aldi, dachte mir, schön einkaufen, geil. Arschlecken. Ich mein Bäcker hier halt auf. Ich hab nichts zu essen. Ja, kurze Geschichte. Pause gemacht, Trinkflasche auf Gepäckträger gehabt. Losgefahren, vergessen, Flasche verloren. Hab schon noch eine und ist Sonntag. Schön. Ist ja Geisterstadt, Mann. Der Nebel hört nicht auf. Wird nicht weniger. Ist ja wie ein Silent Hill, Alter. Gruselig. Als nichts kommt auf immer Tankstelle und überhaupt Häuser und die Geräusche. Don't know. Also wenn ich vermisst wäre, irgendwo bei Dulden. Spooky. Ich hätte jetzt bestimmt ohne Scheiß 15 bis 20 Kilometer nur geradeaus. Neben der Straße. Endlich mal wieder Ruhe. Ich fahre auf dem Deich. Schönen Tag! Ich mache jetzt erstmal kurz eine 5. Habe ich ja vorhin, das hast du ja gesehen, ne? Hier die Waffeln, die habe ich nur gefunden. Ich habe zwei Restaurants gefunden gehabt, aber ich wollte echt nicht essen gehen, hatte ich keinen Bock drauf. Ich will aber hier Aussicht genießen und irgendwie ankommen. Ich habe echt Bock jetzt am 8. Tag wohl bemerkt anzukommen. Habe ich einfach Lust drauf. Bis später, peace. Aber was ich mal anmerken muss, jetzt echt die letzten 30 Kilometer, 40 Kilometer, das fing ja schon im Nebel an.
die Sonntagsradfahrer, also wirklich die Rennradfahrer, die kommen ja im Nebel echt ohne Scheiß wie so eine Rudelrehe, eine Herderehe, was auch immer, wie man das nennt. Siehst du bloß dort, zack, zack, hin und her, übelst krass so. Die im Dover Elber holen auch ihn andauernd richtig derbe. Richtig viel unterwegs. Ja, keinen Abstecher machen auf den Rummel. Nee. Ich habe gerade dieses Video gemacht. Oh, freue mich übelst. Muss kurz auf Navi gucken, weil die Gabelung kommt. Pam, Navi an. Auf einmal voll auf die Gabelung drauf. Also übelst eine Erdhugel. Pam, 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 pam. Alter, ich habe mir übelst einen Damm irgendwie geprellt. Es zweibelt bis in der Penis. Oh my gosh. Gibt es hier so klein diesen Hofladen? Und hier gibt es übelst geile Karamellwaffeln. Ich gehe im Stock. Gleich geschafft. Was? Frage ich mich, ob ich das lange gebraucht dafür? Hätte ich doch jeden Tag fahren können. Also der Körper sagt irgendwie, jo. Der Arsch sagt eher so, naja, nee. Ich habe einfach mal auf meinen Arsch gehört, was der gesagt hat. So, ohne Scheiß seit gefühlt 10 Kilometer nur geradeaus, gerade an den Windmühlen vorbei, Windrädern. An dem See geht es die ganze Zeit lang, oder Fluss, keine Ahnung, ich denke, es ist ein Riesensee. Und es geht immer weiter so, Gottes Willen. Ich habe gefunden, ich stand lieb, wo man was kaufen kann, das war zwei Fantas. Oh, Bananenmilchshake. Oh, 15 Kilometer ungefähr bin ich da. Ich bin Freddy, ich bin da. Ich bin mal eben nach Amsterdam gefahren in 8 Tagen. Krasser Scheiß, will mich später erstmal was trinken und ankommen. Freunde, so, ich bin nun angekommen. War jetzt mal in der Unterkunft, übelst nice Dude. Ja, das war ich gerade einkaufen. Da habe ich mir jetzt schmecken lassen, dann habe ich mir sinnlos Fressalien geholt. Geht's heim, duschen. Irgendwas gucken und dann wird gebubut heute. Hat euch allen gefallen? Ich danke den Leuten, die mit mir mal geschrieben haben und die sich dafür interessiert haben.
besonderes Dank oder besonderen Dank geht an Marie natürlich, ist klar, weil die hat im Hintergrund auch immer mal viel mit rumgeschnarcht und so. Und oh Gott, ich hab's geschafft. Auf alle Fälle, auf Wiedersehen, wir hören uns. Tschüss.